Lange ist es her, es ist endlich wieder Pickup-Zeit angesagt und es sind so einige Gameboy-Sachen wieder in meine Sammlung geraten. Was erfahrt ihr nach dem Intro? Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Ja, die alte Folge ist schon länger her etwas und ich habe so ein bisschen über die Monate etwas an Sachen angesammelt. Zum einen ordentlich Homebrew-Zeug, aber natürlich auch einiges für den klassischen guten alten Gameboy, alte Spiele. Und bevor ich euch jetzt lange auf die Folter spanne, würde ich sagen, fange ich hier mit dem großen Batzen Homebrew-Spiele an. Manche habe ich euch schon so ein bisschen in anderen Formaten vorgestellt, das werde ich dann hier natürlich nur ganz kurz anreißen. Also hier habe ich das erste Links-Homebrew-Spiel und zwar ist das The Viking Saga von Yastuna Games und hier ist das Besondere, es sind gleich zwei Spiele in einem und zwar spielt das in quasi im selben Universum, es sind zwei getrennte Spiele, die aber doch irgendwie zusammengehören. Ihr spielt hier zwei Parts von Wikingern, ja, ein Mann und eine Frau, wie der Name schon andeutet, und müsst euch im Prinzip einer ähnlichen Aufgabe stellen und nur, dass ihr an quasi unterschiedlichen Startpunkten ja startet. Finde ich sehr cool, habe ich bisher nur ganz kurz reingespielt, macht aber nicht mehr so guten Eindruck. Wie gesagt, sorry, dass ich euch hierfür jetzt keine großartigen Gameplay-Aufnahmen präsentieren kann. Und als nächstes ist das ein einfaches Modul, auch von Yastuna Games. Finde ich interessant, dass das so 3D ausgedruckt ist. Man sieht hier noch so ein bisschen die Rillen und so weiter. Und zwar Lynxmas 2020. Wie der Name es auch hier schon andeutet, hier sind ein paar Lynx-Weihnachtsspiele quasi drin. Die ja, es sind so alles sogar ganz kleine, simple Spiele, die so ein bisschen zum Weihnachtsthema passen. Und ja, so als Mitbestellsel, ich glaube, das Modul war auch jetzt nicht wirklich teuer, dachte ich mir, muss auch mal sein. Als nächstes habe ich hier noch drei Gameboy Homebrews. Und zwar als erstes habe ich hier Sheep It Up. Auch das ist von Yastuna Games, habe ich ja schon mal in dem Video vorgestellt. Wenn ihr euch das noch nicht gesehen habt, würde ich euch das natürlich empfehlen. Da beleuchte ich etwas so mal ein bisschen diesen Homebrew-Publisher Yastuna Games. Aus Frankreich kommen die ja. Habe dann sehr netten Kontakt mit dem Frederik gehabt, den der Inhaber. Und habe ich natürlich auch so ein paar interviewmäßige ja, Fragen gestellt. Und das war ganz interessante Einsichten, fand ich, die man da rausbekommen hat. Das Spiel hier kostet 40 Euro. Muss ich sagen, ist es, glaube ich, nicht so unbedingt wert, weil das Spiel, ihr seht es am eingeblendeten Gameplay, ist sehr, sehr simpel. Das ist im Prinzip so eine Art Doodle Jump für den Gameboy. Ne? Also ihr habt ein Schaf und ihr könnt im Prinzip nur springen und müsst halt von Plattform zu Plattform springen. Ich bin immer super schlecht, was diese Spiele angeht. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in den Gameplay-Aufnahmen sehen. Aber trotzdem, für so ein kleines Spiel so zwischendurch nicht verkehrt. Vor allem, weil Doodle Jump ja auch nicht umsonst so ein bisschen so einen Suchtfaktor hat und das bildet das hier natürlich auch ganz gut ab. Denn als nächstes, auch das Spiel habe ich euch schon vorgestellt, ist es ein relativ dicker Karton, Shapeshifter 2 von Green Boy Games. Also Green Boy Games ist auch eine interessante Homebrew-Firma, ja, nenne ich es mal. Also da steht ja auch nur eine Person dahinter, die das entsprechend macht. Da wurden schon einige Spiele irgendwie veröffentlicht. So die ersten waren sehr, sehr simpel und nicht so gut. Die bekommt ihr momentan teilweise auch bei Ferrante Crafts. Ist halt hier und da mal so ein bisschen, ja, es ist sehr, sehr, sehr simpel. Obwohl ich glaube, bei Ferrante Crafts kriegt man die nicht. Die kriegt man, glaube ich, wirklich tatsächlich nur bei Green Boy Games selbst. Entschuldigung, hatte ich gerade etwas einen Gehirnfurz drin. Aber das Spiel ist wirklich der Hammer. Also der Vorgänger war schon sehr geil und auch dieses Spiel ist der Hammer. Auch hier sieht ihr es am eingeblendeten Gameplay. Die Technik ist super. Also es ist im Prinzip ein Adventure-Spiel auf dem Gameboy, was sich so ein bisschen von dem Steve an Monkey Island orientiert, finde ich. War schon der erste Teil so ein bisschen, aber hier finde ich es ja noch stärker, auch wenn ihr ganz am Anfang hier auf so einen oberen Berg irgendwie startet und euch dann hier durchrätselt und so weiter. Sehr, sehr geiles Spiel, was wirklich richtig was aus dem System rausholt. Und hier ist die Besonderheit, das kommt auf zwei Modulen. Ne? Das heißt, ihr spielt das erste Modul quasi durch und wie beim Computerspielen damals hier, ne, schiebt man Diskette 2 rein, kriegt ihr dann hier so einen Adventure-Code, nennt sich das. Und wenn ihr das zweite Modul reinlegt, dann startet ihr dann halt da entsprechend weiter. Finde ich halt eine sehr, sehr geile Idee und ist auch das erste Mal, dass das überhaupt gemacht wurde. Also im Prinzip ja wirklich das erste Gameboy-Spiel, was auf zwei Modulen kommt. Sehr, sehr, sehr geil. Und als letztes Homebrew habe ich hier etwas, was es wohl so nicht mehr gibt, und zwar Sam Mallard.
The Case of the Missing Swan. Auch das habe ich auch schon mal in einer Homebrew-Folge vorgestellt. Auch das ist ein super Hammer-Adventure. Und auch hier, auch wenn ich mich wiederhole, natürlich seht ihr es am eingeblendeten Gameplay, ist richtig, richtig gut von der Grafik her und auch so von der allgemeinen Thematik und vom allgemeinen Feeling. Hat so ein bisschen so ein Noir-Detektiv-Feeling überall. Auch richtig, richtig geil. Ja, das ist hier so eine limitierte Auflage vom Runekeepers Workshop. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Da guckt hier auch öfter mal rein und der hat mich auf Twitter angeschrieben. Der hat eine sehr limitierte Auflage davon gemacht, ob ich da irgendwie Bock hätte, das zu haben. Ja, habe ich natürlich gerne genommen, weil das Spiel auch richtig gut ist. Wie gesagt, gibt es leider wohl nichts mehr, aber es wird wohl, wie ich das gehört habe, eventuell auch ein anderer Release des Spiels geplant, was nicht bei ihm ist. Blöd, ich weiß, ihr könnt es nicht nachkaufen, aber auch eine sehr, sehr coole Variante, wo dann auch einige Goodies wirklich dabei sind. Auch das allgemein finde ich bei Homebrew-Sachen immer so richtig, richtig klasse, dass auch so viele Goodies dabei sind. Auch bei Shapeshifter 2, da kriegt ihr eine Münze dazu. Da habt ihr hier, wirklich wie bei Monkey Island, hier so ein Code-Wheel, ne? Ihr kennt es wahrscheinlich noch, so Sicherheitspasswort-Abfrage. Richtig, richtig geil. Macht wirklich auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und jetzt kommen wir zu den klassischen Gameboy-Sachen. Und als erstes kommen wir zu zwei Spielen, die ich geschenkt bekommen habe. Und zwar vom guten Remulator. Ich grüße dich an dieser Stelle. Wir hatten ja so einen kleinen Podcast zusammen gehabt. Auch hier, den verlinke ich euch natürlich hier oben. Sehr, sehr empfehlenswert. Auch ein sehr, sehr schöner Kanal. Guckt mal eben bei ihm mal vorbei. Mit ihm habe ich auch bald videotechnisch so eine kleine Zusammenarbeit. Ihr könnt gespannt sein auf jeden Fall. Und im Anschluss unseres Podcasts habe ich Ihnen noch mein letztes Exemplar von den Gameboy Geheimtipps geschickt, die ich hier noch so ein bisschen habe, weil das so ein bisschen auch Thema war. Und als kleines Dank hat er mir ein nettes Paket gemacht und unter drin zwei Gameboy-Spiele bzw. Gameboy Color-Spiele reingepackt, die ich tatsächlich noch nicht habe. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich. Und wir fangen an mit Harvest Moon. Das habe ich schon wirklich tatsächlich sehr, sehr lange auf meiner Liste gehabt. Das ist eines dieser schwarzen Module, die sowohl für den Gameboy Color als auch für den klassischen Gameboy gehen. Und dadurch fällt das natürlich auch so halb in meine Kernsammelleidenschaft, sage ich mal. Und ja, das ist natürlich so einer dieser Farmspiele, ne? Also ihr, sowas wie Stardew Valley, ihr strandet an einem Bauernhof, müsst das so ein bisschen natürlich aufbauen, müsst ein bisschen gut wirtschaften, ihr habt dann ein Dorf, wo ihr mit interagieren könnt und so weiter. Hier habe ich bisher nur kurz reingespielt, so ein bisschen das Genre an sich war bisher nicht so unbedingt was für mich, aber da wird definitiv bei Zeiten mal ein Test langsam kommen. Ich habe das nur irgendwie unterschätzt, wie komplex das Spiel ist und wie viel Zeit ich da wirklich reinbuttern muss, um da wirklich einen guten Eindruck zu haben. Deswegen habe ich da den anderen Spielen eher den Vorrang genommen. Aber jedenfalls, wirklich hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr geiles Spiel. Und als zweites hat er mir Tomb Raider noch geschenkt. Tomb Raider, ich weiß noch damals, als das rauskam, ich habe das auf dem PC hoch und runter gespielt, weil das war ja wirklich eine riesen, riesen Nummer. Lara Croft war ja wirklich überall und das zu Recht, weil die Spiele damals richtig, richtig gut waren. Ja, ist ja klar, dass es natürlich auch auf andere Systeme portiert wurden. Und beim Anspielen, ja, habe ich zuerst eigentlich einen ganz guten Eindruck gehabt, weil ich dachte, dieses Mission Briefing und sowas, okay, da werden so ein bisschen Grafiken so ein bisschen, ja, aus den größeren Brüdern, sage ich mal, irgendwie genommen und sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann startet das Spiel und, oh, ich meine, ist klar, man kann nicht hier so ein klassisches Tomb Raider drauf portieren, aber man hätte ja wie so einen guten Action-Plattformer irgendwie nehmen können. Die Bewegung ist viel zu spät. Und ich habe es voll den Krampf bekommen. Ihr seht es am eingeblendeten Gameplay, da ist ein Abhang, da hochzukommen. Boah, meine Fresse. Also ich glaube nicht, dass das ein gutes Spiel ist und es ist eher wirklich ein Kandidat für Retro Panda, quält sich. Richtig, richtig mies. Macht überhaupt keinen Bock. Also nee, Finger weg bitte davon, taugt wirklich nichts. An dieser Stelle wirklich an Remulator vielen, vielen Dank für diese beiden Spiele. Und wenn ihr vielleicht hier auch diese kleine Lampe seht, apropos geschenkt, das haben wir von einem anderen Zuschauer bekommen. Auch da hatten wir einen kurzen Kontakt. Da hat er mich darauf angesprochen, ob ich ihm so ein paar von meinen Aufstellern auch mal ausdrucken kann. Habe ich ihn natürlich auch gemacht und geschickt und war ein sehr, sehr netter Kontakt. Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, deswegen lasse ich das. Aber auch an dieser Stelle vielen, vielen Grüße an dich. Als kleines Dank hat er mir dann diese Lampe und auch ein anderes kleines
Paket mit drumherum geschickt. Sehr, sehr geil. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank. Findet auf jeden Fall einen Ehrenplatz hier. So, und dann habe ich noch eine kleine Bestellung bei meinem Lieblings-Retro-Game-Laden getätigt. Und zwar habe ich hier 6 Gameboy-Module. Und zwar bei RetroCollectorHeaven.de. RetroGameCollectorHeaven.de. Langen Namen verspreche ich mich immer. Wo ihr auch übrigens meine Gameboy-Geheimtipps bekommen könnt. Auch hier schicke ich euch den Link rein. Also wenn ihr Bock habt auf ein cooles Buch mit rund über 50 Gameboy-Geheimtipps, die alle schön beschrieben sind, kommt da vorbei und könnt ihr euch mitbestellen. Und auch, wie gesagt, er hat auch immer sehr, sehr gute Spieleangebote. Dafür, dass es ein Händler ist, sind die Preise, finde ich, immer sehr, sehr fair. Und da habe ich mal so eine grundlegende Bestellung mal zusammengefasst. Und zwar fangen wir an mit Star Wars. Da habe ich jetzt auch schon einen Test vorbereitet. Wird noch ein bisschen dauern, bis er veröffentlicht wird. Das gehört zu dem Gemeinschaftsprojekt von Remulator noch mit dazu. Deswegen kann ich euch jetzt auch so ein bisschen meine Meinung sagen. So ganz, ganz grob. Wie gesagt, der Test kommt noch. Ja, sie haben es gut versucht, aber das Spiel frustet mich zu sehr. Und zwar kann ich euch das erklären. Also versucht haben sie es gut, weil sie so einigermaßen der Filmlizenz treu so ein bisschen die Story des Filmes abgebildet haben. Ne? Ihr startet mit Luke auf Tatooine, dann habt ihr so einen Sandcrawler, wo ihr dann seid, ihr findet den Hahn und fliegt mit dem Millennium Falcon zum Todesstern und so weiter. Alles wunderbar. Das Problem ist allerdings der Schwierigkeitsgrad und das Leveldesign. So, also das Leveldesign ist nämlich so, dass ihr halt öfter mal so in das Blaue springen müsst. Das heißt, ihr habt irgendwelche Abgründe, ihr könnt nicht weiter sehen, wo genau kann ich da hinspringen, wo sind Plattformen, sind da Stacheln und so weiter, müsst ihr halt immer ins Blaue springen. Und in 90% der Fälle macht ihr das natürlich blind und scheitert dann natürlich zuerst. Und das finde ich halt wirklich immer sehr, sehr nervig. Das finde ich persönlich auch immer relativ schlechtes Spieldesign. Und solche Momente habt ihr halt ständig. Und das frustriert einfach. Und da bin ich halt echt nicht so der Typ dafür. Deswegen allgemeine Empfehlung, ja gut, es ist okay, Spiel, man kann sich reinfuchsen, aber mich hat es zu sehr genervt. Dann als nächstes habe ich mir Miss Pac-Man bestellt. Ja, ist halt Pac-Man, ne? Also Miss Pac-Man nimmt ja das alte Pac-Man und ja, erweitert das etwas, aber nicht viel. Da habt ihr zum Beispiel, dass ihr dann ja so links außen oder rechts aus dem Bildschirmrand rausgehen könnt und dann auf der anderen Seite wieder reinkommt und so weiter. Das hat natürlich so ein paar strategische Möglichkeiten, die euch das mehr bieten, aber es ist halt Pac-Man. Also ich, ganz ehrlich, ich bin wirklich nie so der super, super Freund von den ganz alten Arcades wie Pac-Man oder Space Invaders gewesen, weil die finde ich dann, ich weiß schon, was sie jetzt spielegeschichtlich getan haben, aber für mich persönlich sind die zu simpel. Und Pac-Man, weiß ich, ist nie so meine Welt, aber war günstig da. Ihr wisst ja, Sammlung vervollständigen und so weiter. Da muss auch dann mal sowas dabei sein. Apropos sowas dabei sein und ist schlecht, Dragon Slayer. Habe ich auch schon mal eine Quälzig-Folge gemacht und oh boy, ich weiß echt nicht, wo ich mal dieses Spiel anfangen muss. Das macht wirklich so viel falsch. Also Dragon Slayer ist ja dieser Arcade-Automat, der damals mit diesen gezeichneten Zeichentricksequenzen irgendwie gepunktet hat. Das sah natürlich richtig, richtig geil aus. Wo ihr dann halt im Prinzip so, heutzutage würde man Quicktime-Events sagen, die man da halt ausführen müsste, war natürlich relativ schwer, weil man natürlich Arcade, ne, immer schön das Geld nachwerfen sollte. Und das war alles super. Und dann muss das natürlich, weil es einen guten Ruf hatte, auch auf andere Systeme portiert werden. Also musste nicht, aber ne, Geld. Und auf dem Gameboy. Und guckt euch das Gameplay an. Ich blende das jetzt hier ein. Ich sag nicht viel. Es ist super schwer. Okay, das ist die Arcade-Version auch. Ihr wisst nicht genau, wo ihr hinspringen könnt. Es ist verwirrend. Es ist viel zu krümelig. Also, boah, nee. Also wirklich eines der schlechtesten Spiele auf dem Gameboy, aber wie gesagt, gab es günstig und für die Sammlung. Dann gab es auch günstig Ferrari Grand Prix Challenge. Das ist ja, ein Standard Formel 1 spielen. Also ich kann da nicht so viel zu sagen. Hier habe ich halt kurz reingespielt für die Aufnahmen und boah, ne, von hinten Perspektive Standard, Rennstandard, Geschwindigkeitsgefühl kommt relativ gut rüber. Ich habe auch so das Gefühl, dass die Steuerung sehr, sehr gut ist. Man muss auch bremsen, man kann nicht nur die ganze Zeit durchheizen wie bei anderen Spielen. Ja, aber ganz ehrlich, viel mehr kann ich euch zu den Spielen nicht sagen. Es ist, glaube ich, ein weiteres dieser Rennspiele für den Gameboy. Also nichts Besonderes leider. Dann habe ich als nächstes, bevor ich hier zu dem letzten Knaller komme, Pinball Deluxe. Ja,
Auch das sagt dann eigentlich schon alles. Es ist ein Pinball-Spiel, was relativ nüchtern, sage ich mal, umgesetzt wurde. Aber ja, was heißt ja nüchtern? Also ich mag ja eher diese Pinball-Spiele wie Revenge of the Gator oder sowas wie Kirby Pinball, wo ein bisschen so die ganze Aufmachung viel vom Charme ausmacht. Und Pinball Deluxe ist halt eher so ein bisschen was Technischeres, würde ich sagen. Also es ist wirklich alles gut umgesetzt worden, es sieht alles cool aus. Aber ich finde, obwohl ihr verschiedene Tische habt mit verschiedenen Thematiken, habt ihr da nicht so ein gewisses Flair, wie zum Beispiel bei Revenge of the Gator, wo ihr mit tanzenden Krokodilen begrüßt wird oder ne, geschweige denn halt bei Kirby's Pinball, dass ihr da irgendwelche Bosskämpfe oder irgendwelche komplexeren Sachen irgendwie habt. Das finde ich mal schade, aber da gibt es natürlich auch viele, viele Freunde, die das mögen. Auch hier solides Spiel, würde ich sagen. Und als letztes habe ich mir gegönnt Turrican für den Game Boy. Das würde ich jetzt hier bei diesen Modul-Pickups vielleicht so ein bisschen als Highlight irgendwie sagen. Und zwar Turrican ist ja wirklich so eine deutsche Spielelegende, die damals auf einer Amiga gestartet ist. Und das ist ein One-and-Gun-Spiel und das kam super, super gut an. Ich habe es, glaube ich, damals auf dem PC gespielt. Ich bin mir nicht sicher. Und das wurde halt auch auf Super Nintendo portiert und nicht auf dem Game Boy. Von der Game Boy-Version, so vom ersten Anspielen her, bin ich etwas enttäuscht, muss ich sagen, weil ich gefühlt habe, mich stört es persönlich immer, wenn die Entwickler die Grafik-Assets und so weiter nicht gut auf den Game Boy anpassen. Und hier ist es halt so, dass alles klein ist. Ne? Klar, drin kann natürlich auch viel auf dem Bildschirm passieren, aber euer Charakter ist klein, die Gegner sind klein und so weiter. Auf dem Emulator geht das natürlich, wenn man es auf dem Bildschirm spielt, dann kann man alles gut sehen. Aber so auf dem Game Boy, ich weiß es nicht. Also grundsätzlich macht das aber, abgesehen davon, guten Eindruck, Steuerung ist super und so weiter, wird es auch bei Zeiten, denke ich, mal einen Test von kommen. Bin ich mal gespannt, was dabei so rauskommt. Ja, und das waren auch schon meine Pickups. Ich hoffe, euch hat die Folge mal wieder gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut! Tschüss!